macht jemand von euch Onlyfans oder ähnliches? Das ist Amar und er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Jede Runde fliegt eine raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Wie stellt man sich denn vor? Hi, ich bin Amar, ich bin Streamer, Gentleman, coolster Typ der Welt und ich werde dein Herz klauen. Sehr gut. Was sind deine Red Flags? Wenn sie kein Fortnite spielt. Und was suchst du in einem Girl? Tatsächlich mag ich kuscheln. Oh, das kriegen wir hin. Ihr habt bei unseren Videos schon gemerkt, um beim Daten aufzufallen, ist es wichtig, ein Outfit zu tragen, das die eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Passend dazu haben wir einen unserer Lieblingspartner, Holzkern, wieder an Bord. Holzkern kreiert richtig coole Uhren und Schmuck. Alle Accessoires sind aus natürlichen Rohstoffen angefertigt und damit einzigartige Unikate. Durch die Maserung von Holz und Stein oder den Schimmern von Perlmut. Bei zusätzlich mehr als 1000 Designs findet jeder ein Schmuckstück, um hervorzustechen. Ich trage jetzt seit einigen Wochen diese Uhr und ich finde sie so schön. Sie ist einfach hochwertig und elegant und sie passt zu jedem Outfit. Das heißt, man muss sie nicht immer wechseln. Aktuell feiert Holzkern Black Weeks. Das bedeutet, ihr könnt den größten und letzten Rabatt des Jahres abstauben. Bis zum 27.11. könnt ihr bei verschiedenen Aktionen wirklich was sparen. Also checkt mal den Link in der Beschreibung ab und sichert euch eure perfekte Ergänzung für euer Outfit. Oder ein Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten. So, und jetzt, bevor es weitergeht mit der Folge, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert unter meinem letzten Instagram-Foto. Denn unter den ersten 1000 Kommentaren, die da abonniert haben, verlosen wir wie immer 100 Euro. Also, viel Glück und jetzt geht's rein in die Folge. Okay, ich bin ready. 3, 2, 1. Was ist deine erste Reaction? Ausgefallen. Ich muss aber sagen, es gibt so ein paar Schuhtypen, die mir gar nicht gefallen. Das sind tatsächlich alle. Nein! Alle Schuhtypen gefallen mir nicht. Lava nicht. Ja, ja. Aber das sind ja nur Schuhe. Ja, also ja, okay. Am Ende des Tages, also was sagt das denn über Menschen aus? Manchmal kommt das auch so direkt mit dem Outfit gut. Ja, wobei welche findest du denn als ersten, am ersten cool? Die Buffalos vielleicht ganz rechts. Die finde ich ganz krass. Also die sehen schon, die sehen sehr fancy aus, so extravagant, so mit Schmuck und sowas. Ich glaube, da wurde sich richtig Gedanken gemacht über die Schuhauswahl. Also ich glaube, das Nummer ist schon drei? Ganz nice. Boah, weiß nicht, das sieht so aus. Ich weiß nicht, ich war 13 und dann habe ich mir die rausgesucht oder so. Warst du einer von denen, die sich so was auf die Chucks geschrieben hat? Ich hatte kein Geld für Chucks. Echt? Ja, ich hatte kein Geld. Was soll ich denn? Jetzt bist du rich, toll. Nein, Mann. ey, tut mir leid, Nummer 2 und Nummer 5. Also, ich wollte jetzt nicht nur Chucks haten, ne? Oh, sie macht so richtig. Ja, aber das ist schon süß. Also, ihre Füße, wie sie ihre Füße die ganze Zeit bewegt, das sehe ich schon die ganze Zeit. Nummer 2, sehr süß. Also, du bist auf jeden Fall schon mal eine Runde weiter. Okay, du musst jetzt basierend darauf einfach mal eine Frage stellen, dann muss jemand rausvoten. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, basierend darauf. Wie wichtig ist euch der Valentinstag? Oh Gott, das haben wir noch nie. Das ist voll cute. Okay, am Ende musst du sagen, wie wichtig es dir ist. Okay. Sonst sind die so biased. Kandidatin Nummer 1, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Es ist schon was Schönes, aber ich finde Valentinstag, es muss nicht unbedingt an den Tag sein. Man kann es auch an einen anderen Tag feiern für ein Pärchen an sich. Also, ist ein schönes Fest, würde ich sagen. Aber muss nicht an den Tag sein. Aber ich würde gern mal sowas machen. Also ein Tag wäre dir wichtig. Kandidatin 2, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Also ich liebe den Valentinstag. Am besten sollte dann mein Partner eine kleine Überraschung für mich haben, weil ich auch immer eine kleine Überraschung für ihn habe. Irgendwas vom Mund oder so, oder? Ja, ne? Maske? Hast du Corona? Nee, ich trage leider eine Maske. Ach so, okay. Kandidatin 3, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Also mir ist der Valentinstag an sich nicht wichtig. Ich habe ihn auch bis jetzt noch nie richtig gefeiert, aber ich glaube, mit dem richtigen Partner würde ich auch schon Valentinstag gerne mal feiern. Cool. Coole Antwort, okay. Kandidatin 4, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Erstmal moin. Also ich muss sagen, für mich ist das ein Tag wie jeder andere. Wenn man einen Partner hat, sollte man sich jeden Tag zeigen, dass man sich liebt. Und ich finde, Materielles hat so keinen Wert an sich und man sollte sich einfach so schätzen. Ich sag noch nichts dazu, weil sonst wissen die anderen auch, wie sie darauf reagieren müssen. Ne? Kandidatin 5, wie wichtig ist dir der Valentinstag? Bei mir geht es so. Also ich finde ihn jetzt nicht so wichtig. Also es ist eigentlich für mich ein Tag wie jeder andere auch. Okay, und Nummer 6, wie stehst du zum Valentinstag? Ich finde den Valentinstag jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, weil ich finde, wenn man sich wirklich liebt, dann kann man sich das an jedem Tag im Jahr zeigen. Kandidatin 7, was denkst du über den Valentinstag? Also ich muss sagen, ich finde den eigentlich unnötig. Weil ich denke mir so, wenn man in einer Beziehung ist, dann braucht man doch keinen Tag, wo man sich irgendwie
besonders zu zeigen, dass man sich liebt. Okay, und jetzt Kandidat 8, was denkst du zum Valentinstag? Ey, Ladies, ihr habt alle super geantwortet. Real talk. Also für mich ist es genau das Gleiche. Wenn man sich liebt, dann kann man sich das an jeden anderen Tag genauso zeigen. Dafür braucht man keinen besonderen Tag. Aber würdest du den Valentinstag feiern? Ja, warum nicht? Also wenn meine Partnerin das unbedingt möchte oder wenn, also einfach nur als Aufmerksamkeit dort was zu machen, das ist ja... Ja, basierend auf diesen Antworten muss jetzt eine rauswählen. Ja, was ist denn das? Ja, muss also, komm, mal, geht Jung, gerne. Du hast da jetzt ein paar Schuhe gesehen und jetzt haben die irgendwie eine Antwort abgegeben. Bei jedem war das auch, bei ja, jeder willkommen. War das auch super, ja. Leute, falls ihr mitmachen wollt, ne, macht mit hier unter dieser E-Mail-Adresse. Oh, das ist wirklich gerade sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen, das, oh mein Gott. Oh. Ey, sag mal bitte, ey, einmal schnell der Reihe nach, jeder eine Zahl zwischen 1 und 5. Die 1, weil ich finde, dass du die Nummer 1 bist. Ich nehme die 3. Ich nehme auch die 3. Ich hätte tatsächlich auch die 3 gesagt, weil die 33 meine Lieblingszahl ist. Ich würde sagen 2. Ja, witzigerweise hätte ich jetzt auch die 3 genommen. 4. Nummer 5. Es tut mir sehr leid, ich habe hier gerade eine Hand mit 2 Fingern hochgehalten. Okay, okay, krass. Also, und es sind auch noch Chucks gewesen, also... Muss. Schade. Okay, Kandidatin 5, du kannst jetzt hervorkommen. Hi, komm her. Hallo. Lass dich drücken. Oh, schön, dass du da bist. Danke. Was Wie alt bist du? 18. Ja. Ey, real talk, ne? Sie sieht aus wie eine damalige Liebe von mir. Ich glaube, Lara hieß sie. Was? Ja, Real Talk, sie hat aber auch Chucks angehabt. Echt? Ja, aber ich war so 14. Tschüss. Ach, die war ja süß. Ja. Bereust du es? Also 18 ist schon sehr jung. Ich will jetzt alle einmal outen. Du bist doch auch 18. Ja, gerade geworden. Nächste Runde. Bist du bereit für Runde 2? Ja. 3, 2, 1. Erste Reaktion. Wow, okay. Alle sehr so grungy unterwegs, oder? Na, ist ja auch Scheißwetter, ne? Muss man ja auch sagen. Stimmt. Herbst, nicht mehr so sommerlich. Also, ist das Aqua Girl dort unter Nummer 2? Also, bist du komplett kostümiert? Ja. Bist du. Aber du bist jetzt nicht YouTuber oder so, oder? Ich bin Cosplayer. Ah, okay. Ah, okay. Wie findest du Cosplayer? Innen? Cosplayerin? Also, ja. Cool. Also, ich Cosplayerin, ne? Ja, finde ich cool. Ja? Ja. So. Kann ich mal so ein bisschen langgehen? Ja, ja. Nummer 1, kannst du auch noch mal die Hände runternehmen? So alle mal so die Hände runter, ein bisschen lockern. Ah, okay, langer Pulli, das ist so, oh, der Boyfriend lockt nicht zittern. Sehr schöne gepflegte Hände, alle gepflegt, Alter. Kandidatin 4 zittert auch total, siehst du? Ja. Oh mein Gott. Ui, du bist aber ganz warm. Toll. Okay. Okay, was ist so bis jetzt dein Fave? Für mich sind Hände schon was sehr, sehr Wichtiges, weil das so was sehr Filigranes meistens hat. Und das ist für mich schon sehr wichtig. Aber alle sehr gepflegt, das ist sehr, sehr nice. Bei Nummer 5 zum Beispiel, sie hat keine künstlichen Fingernägel dran, hat keine längeren Fingernägel. Das ist etwas, was nicht sein muss, aber persönlich für mich eigentlich schon ich finde das optisch schon eigentlich ganz schön. Ah, du findest es komplett natürlich besser? Ich finde es schöner, wenn sie länger sind. Ah, also sie hat so ganz normale, runtergefeilte Nägel einfach. Mhm. Du magst, wenn ihr zur Pediküre gehen. Was denn? Ist das ein Mittelfinger? Hä? Oh! Wow. Aber sie hat den Finger nicht mehr. Also in der Hand, wo der Mittelfinger fehlt, da ist dauerhaft Mittelfinger, wenn der welche Anzug anhab. Weil der leider einfach absteht. Egal, was ich mache. So. Krass. Mein Vater hat auch einen Finger verloren. Echt? Der hat das Kind sich das abgehackt. Oh. Ja. Wie war das bei dir? Darf ich das fragen? Das war eigentlich meine eigene Schuld. Ich wollte, das war ein ganz langweiliger Sonntag, und ich wollte dann auf eine Kletterwand gehen, aber leider war da ein Zaun vor und ich war noch, das war vor 4 Jahren, 5 Jahren, und da war ich noch ein bisschen dümmer als jetzt. Da bin ich darüber geklettert, über den Zaun, bin aber mit meinem Ring hängen geblieben. Dann ist mir der ganze Mittelfinger samt Ring und Sehne aus dem Arm gerissen, also aus der Hand gerissen. Und boah, stell mal vor, dir passiert das. Ja, das war ganz irgendwie ein bisschen schockierend schon. Es hat jetzt tatsächlich nicht so wehgetan, wie man jetzt vielleicht denkt, weil es hat sich eher angefühlt wie ein offener Schnitt, ne? Und dann guckte ich runter, auf einmal sehe ich da meinen nackten Knochen. Ich dachte, ich falle gleich um.
Boah, ich kotze gleich. Ich dachte, also wirklich, das ist schon echt, also so wie du es erzählst, ist auch krass. Echt. I'm sorry, I'm sorry. Ja, ich bin sorry für dich, das ist ja krass. Ach, alles gut. Also das ist jetzt seit 5 Jahren so, 6. Und ich komme eigentlich relativ gut damit klar. Manchmal fällt halt was durch die Hand, ne, wie Kleingeld an der Kasse oder so. Aber damit kann ich mittlerweile umgehen. Wie Kleingeld? Ja. Okay, gut. Mein Gott. Aber sie kommt vom, aus dem Ruhrpott. Ja. Gehört? Ja, ja, hört man direkt. Was dat? Da war er halt weg. Mein Gott. Okay, hast du eine Frage für die? Seid ihr noch mit eurem Ex-Freund befreundet? Voll gut. Sieht man, Kandidatin Nummer 1, bist du noch mit deinem Ex-Freund befreundet? Ich hatte bis jetzt keinen Ex-Freund. Oh. Kandidatin 2? Also, mein Ex-Freund, den kenne ich nicht mehr. Also für mich existiert er nicht mehr. Also nein. Kandidatin 3? Ich bin nicht mehr mit meinem Ex-Freund befreundet. Okay. Hat das einen bestimmten Grund? War eine sehr hässliche Trennung. Okay. Kandidatin 4? Tatsächlich nicht. Bin ich auch sehr froh drüber. Wir sind zwar nicht im Streit auseinander, aber wir haben gar nicht geweibt und das habe ich leider irgendwie erst zu spät gemerkt. Okay, aber ihr seid jetzt im Guten so? Ja, doch. Okay. Würdest du ihm auf der Party Hallo sagen? Ja, natürlich. Also ich denke, wir sind erwachsen. Er hat mir nichts getan. Warum nicht? Kandidatin 5? Auf gar keinen Fall. Was hat das denn für einen Grund? Das war eine sehr toxische Beziehung, deswegen, ja. Aber von dir toxisch oder von ihm würdest du, also die ganzen Probleme, die damit so zusammengehört haben, gingen nicht von mir aus, sag ich jetzt mal so. Okay. Komm, geh doch mal ein bisschen ins Detail, was hat er gemacht? Ja, illegale Dinge. Oh. Nein, ich auch nicht, weil ich hatte noch keinen Ex-Freund. Oh, okay. Ah. Also wir haben hier zwei Mäuse. Nummer 1 und Nummer 6. Richtig? Ja. Ja. So. Hätte ich zum Beispiel bei Nummer 6 gar nicht gedacht, weil sie so, die steht da so sehr. Hat sie aber eine Ex-Freundin? Nein. Oh, okay. Also ich hatte noch keine Beziehung, nein. Aber ach so, okay. Keine Beziehung haben heißt ja nicht, dass man unbedingt also so cute und unerfahren ist. Kann nein. Ja auch sein, dass du denkst so, I don't need a man. True. Ja. Dann wärst du ja falsch. Das stimmt auch wieder. Oder sie hat so übertrieben hohe Ansprüche und hat auf dich gewartet. Oh mein Gott. Ist es nicht so, kann Ladies, ihr seid ja alle falsch, dann tut mir leid. Okay, boah, ey, gute Frage. Ich muss sagen, auch jetzt so langsam, Nummer 3 ist fit, gefällt mir. Nummer 4 gefällt mir vom Fit. Nummer 1 vom Fit her ist schwierig zu sagen, weil das hat auch so ein bisschen was Kostümmäßiges. Mhm. So. Und ich glaube, sie ist ein kleines Uwu-Girl. Spielst du Valorant? Nein. Ist einer von euch ein, wie nennt man das, Uwu-Girl? Ich bin kein Uwu-Girl. Ich muss eine schnelle nochmal Frage machen. Okay. Gamer-Girl, ja oder nein? Ja. 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 Nein. Halbwegs. Nein. 4 und 6 nein. Ist das so ein Ding? Hättest du gern Gamer-Girl? Boah, das wäre schon funny irgendwie. Hatte ich noch nicht, aber das wäre schon funny, glaube ich. Weil du auch gamest? Ja, genau. Ja. Okay, du musst dich jetzt trotzdem entscheiden. Ey, hör auf jetzt. Ist so. Nein. Ey, ich nehme einfach, weil ich mich so darauf festgeschworen hatte, Nummer 5. Es tut mir leid, Nummer 5. Ich wähle dich jetzt raus. Einfach nur wegen deiner Hände. Sure. Kandidatin Nummer 5, du kannst jetzt hervorkommen. Ich bin selber nervös. Hallo. Wow. Oha. Alter. Tätowierst du? Nee. Nee? Hi, grüß dich. Hallo. Krasses Outfit. Das ist crazy. Ja. Wie findest du ihr Outfit? Also 10 von 10. Real Talk ist echt krass. Das sieht echt geil aus. Was denkst du? Jo. Lieber. Ne, ist ein netter, du. Ladies, ihr habt's gehört, ne, ist ein Jo. Wer jetzt sich nochmal dagegen entscheiden will, einfach rauskommen. Tschüss. Ciao. Sogar die Gesichtstattoos. Krass. Mhm. Das finde ich richtig krass. Anyway, nächste Runde. Du musst jetzt eine Person wieder rauswählen. Wer ist es? Also das Ding ist ja, wir sind gerade mit den Allerjüdsten hier in Köln. Ja. Und wir haben wieder eine WG. Ja. Und die WG ist bei Mark Eggers. Da ist Sascha mit dabei, da ist Ron mit dabei und jeder hat so eine komplett andere Meinung. Deswegen würde ich die sogar FaceTime anrufen. Okay, mach das. Ich weiß aber nicht, ob die rangehen, weil ich glaube, die sind bei Mark Gebauer gerade. Hauptsache, du hast ihn als Mark Eggers Twitch eingespeichert. Ey, ja, guck mal, da lachen die, ne? Weil ihr wisst, dass er kein Livestreamer ist, nee. Ne? Ja. Ronison. Hallo. Ich bin hier mit Sophie. Wie geht's dir, Sophie? Gut, wie geht's dir? Aber machst du mal mit? Mir geht's auch wunderbar. Ich mach bald bestimmt mal mit. Nice, ich schreib dir, wehe. Aber du brauchst meine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe, Bro. Also, wir haben hier noch 5 wundervolle Mädels. Ich musste gerade schon 2 rausvoten.
Und ich brauche noch eine Frage, die ich denen stelle. Und die Frage, ich lasse mich jetzt nicht beeinflussen. Es ist deine Frage, die du so gesehen stellst für mich. Ah, okay, eine Frage, die du den Mädels stellst. Ja, dann würde ich einfach mal fragen, wer ist der Lieblingscharakter in Toy Story? Nein, Mann. Ey, Sascha, das war ja mal wieder ein Top-Tier-One-Joke, Digga. Du hast doch ein Lieblingsgetränk, oder? Also wenn du in eine Bar gehst. Ja. Du hast doch so ein Lieblingsgetränk. Und wenn du mit einem Mädel ausgehen würdest, ja, dann frag mal, welches Getränk sie mit dir trinken würde. Wenn es das ist, Mann, Spaß, Digga, frag wirklich nach der Köpfchengröße. Okay, ey Jungs, dankeschön für diese ganz, ganz geilen. Ich würde euch mal dran lassen, einfach für die Reaction, oder? Ja, lass uns mal. Also, Ladies, ihr habt's gehört, Köpfchen. Nein. Was? Köpfchengröße? Das kann ich doch nicht bringen. Nein, natürlich frage ich das nicht, Sascha. Dankeschön, dass du mein Anwalt bist. Vielen Dank. Okay, Ladies, was ist euer Lieblingsgetränk, wenn ihr ausgeht? Ein bisschen süß, so ein bisschen Kakao, damit man die Leute besser kennenlernen kann, weil mit Kakao geht's immer. Okay, Nummer zwei. Alles so. Also, wenn ich normal ausgehe, trinke ich eigentlich immer Eistee. Immer. Und wenn wir jetzt über alkoholische Getränke reden, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Aber wenn ich dann mal muss, dann nehme ich immer Wodka O. Okay, Wodka O. Kandidatin 3. Wie alt bist du nochmal? 21. Ron, mach entspannt. Ja. Kandidatin 3, was ist dein Lieblingsgetränk? Alkoholisch würde ich tatsächlich sagen Frozen Margaritas. Frozen was? Frozen Margaritas. Ach, Frozen Margaritas. Irgendwie ein Vibe. Ist das so ein, das ist so ein Salzrand, ne, bei Margarita, oder? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich muss sagen, ich trinke tatsächlich gerne Bier. Auch mal zu Hause abends, so in der Badewanne. Aber ansonsten muss ich mich eins auch anschließen. Mojito finde ich ganz, ganz geil. Das kann man immer trinken. Und Kandidatin 5, was ist dein Lieblingsgetränk? Also in der Bar, da trinke ich gerne Espresso Martini oder Black Russian. Und im Club Mexikaner oder Vodka Sprite. And I miss you. Ron? Ja? Okay. Also, ich brauch jetzt eine Antwort. Nur aus deinem Bauchgefühl? Also, ich hab gehört, Vodka O hat mich am meisten gecatcht, Digga. Es ist einfach, weißt du, Vodka O ist nicht kompliziert, Vodka O ist simpel. Also, Rons Herz hast du schon gewonnen. Du kriegst es einfach ins Bett, deswegen entscheide dich für die Vodka O. Ron, wir sind... Gut. Wir sind bei dem Dreh, ne? Ich muss einen rauswählen. Ich bin mit Vodka O einfach. Hä? Gerade war das noch deine Favoritin. Ja, also nicht rauswählen. Ich meine, du sollst alle rauswählen, bis auf die Vodka O. Okay, sehr gut. Okay. Margarita geht auch noch, das hat auch noch irgendwie was. Okay, gut. Und wenn sie nichts trinkt? Kein Alkohol? Ja. Kein Alkohol, kein Amar, oder? Ey, Ron, wirklich vielen, vielen Dank für deine weisen Entscheidungen, die du für mich getroffen hast. Jungs, gute Fahrt, wir sehen uns nachher beim Dreh, ja? Kuss. Danke. Ich finde jetzt Real Talk, bei 1 ist mir das ein bisschen zu schwierig zu sagen, was sich dahinter verbirgt. Ich finde es süß so von außen, aber ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, weil Cosplay kann es ja anscheinend nicht sein. Ja. Lass mich länger drin und ich kann es dir zeigen. Sie behandelt. Oder ich kann es dir auch nachher zeigen. Also. Hey, sie hat ihren Reißverschluss weiter aufgemacht. Gut. Okay, das ist... Bin ich käuflich oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Findest du Girls so cool, die dir so ein bisschen... Die mich bestechen wollen? Nee, die dich so ein bisschen anbeten. Ja, eins, sorry, ich komme nicht. Ich muss jetzt entscheiden. Sorry. Eins. Es tut mir leid. Ja, was soll ich denn sagen? Das darf doch eh nur noch eine Person übrig bleiben am Ende. Hey, Kandidatin 1, du darfst jetzt aber hervorkommen. Hast du Angst? Hello. Hi. Mal ganz kurz noch sehen. Nein, natürlich. Ladies erstmal first. Komm her. Girls, alles. Hi. Aber dieses, also ich muss dir sagen, für mich persönlich ist Dominanz so, das war schon schwer, das war schon sehr viel. Wer hat gesagt, dass ich dominant bin? Du warst schon ein bisschen dominant. Ne? Er ist nicht viel gewohnt. Geil. Ich habe sehr dicke Finger. Guck, siehst du? Cool. Oh. Boah, das ist gebrochen. Oh, tut mir leid. Okay, alles gut. Tschüss.
3, 2, 1. Wow, so unterschiedlich. Was sticht dir als erstes ins Auge? Der Ganzkörperanzug ist wild. Sehr wild. Ja. Sehr, sehr wild. Kandidatin 2, so super baggy. Ja. Kennst du das? Das ist süß. Ja, oder? Ja, schon sehr süß. Cute. Welches, hättest du jetzt eine Freundin und du müsstest eins von den 4 Outfits aussuchen, wie würdest du sie kleiden? Boah, du bist ja gemein. Du bist ja richtig, also das ist ja eine gemeine Frage, muss ich sagen. So Mädels, ich würde sie jetzt wahrscheinlich nicht in ein Kostüm reinstecken. Real Talk, muss ich sagen. Mhm. Alle 3 anderen Outfits, so würde ich sie auch kleiden. Echt? Ja. Hast du eine Frage an die? Ja, ich habe was vorbereitet. Hau raus. Ich hatte mir überlegt, irgendwie so ein bisschen in die Privatsphäre einzudringen. Man speichert ja meistens Fotos auf dem Handy. Und deswegen würde ich gerne euer letztes favorisiertes Bild bei euch sehen. Oh, das ist ja so invasive. Ja, weil letzter Screenshot, den man genommen hat oder so. Ja, keine Ahnung, kann vom Einkauf von gestern gewesen sein. Ja, ne? Stimmt. Deswegen, das ist so. Okay, letztes favorisiertes, das ist auch schon so, das zeigt so ein bisschen Personality. Ja. Willst du deins zeigen in der Zeit? Kann ich machen. Ich hole das kurz noch, sein, dass da was Schlimmes kommt. Ah, nee, doch nicht. Hier, zack. Cute. Das letzte, weiß nicht, ob man das sieht. Kann man das hier sehen in der Kamera? Lederhose, Oktoberfest. Krass. Ich muss so eine Maß halten, so für eine lange Zeit. Wann Challenge. War das? Jetzt gerade, vor dem Sober Oktober. Okay, Kandidatin Nummer 1. Zeig dein letztes favorisiertes Bild. Ach. Hallo? Das ist... Also, I'm sorry. Das ist dein letztes favorisiertes Bild? Ja. Maschallah, Digga. Hast du Airdrop an? Bist du das? Ja. Boah. Das hätte man nicht gedacht. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. Guck dir das noch mal ganz genau an. Alter, süß. Ja. Kandidatin 2, zeig dein letztes favorisiertes Bild. Oh, süß. Das ist, das ist meine Katze. Ich habe so ein Panorama-Foto versucht, von ihr zu machen. Okay, Kandidatin 3, zeig dein letztes favorisiertes Bild. Ja, das ist tatsächlich aus dem Urlaub, weil ich erst letzte Woche auf Malle war. Das ist tatsächlich ein Bikini-Foto mit einer kleinen Wampe. Die Sommerfigur kommt dann nächstes Jahr. Also ich sehe da jetzt nichts Verkehrtes drauf. Zeig mal kurz. Oha! Ich habe tatsächlich auch nur Fotos von mir in den Favoriten und von meinen Tieren, also ja. Sehr gut. Ich sage ja ganz ehrlich, deswegen habe ich auch extra diese Favorisierten genommen, weil man sich selber meistens sieht. Ja. Kandidatin 4, zeig dein letztes favorisiertes Bild. Also ich habe keine favorisierten Bilder. Ich kann dir mein letztes Bild zeigen, aber okay. Das ist ein... Keine favorisierten Bilder? Nee, habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch bei Spotify habe ich keine Lieblingsbilder, also Lieblingssongs oder so. Krass. Wie hältst du Ordnung? Also es sind Freunde, die gestern, heute Nacht unterwegs waren. Coole Freunde. Ja. Okay, basierend auf dieser Antwort musst du jetzt, oder auf diesen Fotos musst du jetzt eine rauswählen. ja. Marvin, verrückt. Ich will 2 raus. Echt? So. Okay. Wir kürzen das Format jetzt ab. Okay, zack, zack. Madame Nummer 2 und 4 raus. Okay, Kandidatin 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Oh, Süßi, komm her. Wie alt bist du? 22. Oh, du hast grüne Haare. Ja, es war mal lila. Oh, cool. Nervös? Bisschen. Du hast dich super geschlagen. Also ich feiere euch alle. Real Talk. Ja, ganz es war jetzt einfach nur, ich muss bauchgefühlmäßig Leute rausvoten. Ja, alles cool. Ja? Cool, dass du da warst. Danke. Setz dich da aufs Sofa. Tschüss. Tschüss. Und jetzt geht's direkt weiter mit der nächsten. Kandidatin 4. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Hast du rausgevotet? Erstmal Ladies first? Okay. Doch nicht. Hi. Ja, was denkst du? Ja, top. Dankeschön. Cool, dass du dabei warst. Du kannst dich aufs Sofa setzen. Danke. Du wirst noch den richtigen finden. Ja, irgendwann. Jetzt geht's ins Finale. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren, ja. Aufgeregt? Sehr. Hast du eine Frage? Ich habe 2 Fragen sogar. Okay, hau raus. Das ist tatsächlich die wichtigste Frage an diesem Abend. Okay. Wie wichtig sind euch Haare bei einem Mann? Kandidatin 1.
Wie wichtig sind die Haare bei einem Mann? Ob das jetzt volles Haar ist oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich mag das sogar eher, wenn nicht so viele Haare da sind, weil dann bleibt das Waschbecken auch mal sauber. Kandidatin 2, wie wichtig sind dir Haare? Also wenn es jetzt um die Haare auf dem Kopf geht, das ist mir eigentlich relativ egal. Was ich nicht mag, sind so lange Haare bei Männern. Also das ist jetzt nicht so mein Fall. Aber so Beinhaare und Armhaare sind schon ein Muss. Also ich finde, das macht so die Männlichkeit ein bisschen aus. Das, ja. Eigentlich fehlt es dir ja nicht an Haaren. Nur halt an der Stelle, ne? Boah! Hier. Boah! Also, ja, das war eine wichtige Frage. Wie wichtig sind dir denn Haare? Also am Kopf? Ja. Das wäre mir schon tatsächlich sehr wichtig bei einer Frau, ja. Ich habe ja auch, glaube ich, ein sehr markantes, knochiges Gesicht. Sieht aber gut aus. Trägst du oft Mützen? Nee, du trägst das so, ne? Ich trage fast nur Mützen, ne? Ah. Real Talk schon immer. Okay, du hast noch eine Frage. Ja. Macht jemand von euch Onlyfans oder ähnliches? Dann bin ich raus. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also Instagram, okay, jetzt auch keine Nacktfotos. Also doch, ich schon, also deswegen bin ich wahrscheinlich raus. Ach so. Also Kandidatin 1 macht Onlyfans. Na, aber was heißt, warum bist du dann raus? Ich denk mal, oder? Das finden doch alle immer so schlecht. War ja nur eine Frage. Nee, ich glaube, da gibt's auch genug, die das auch voll okay finden. Wirklich? Ich nicht. Ja. Doch, bestimmt. Klar. Kandidatin 2, also Kandidatin 1 macht Onlyfans, Kandidatin 2 macht keine Onlyfans. Was denkst du darüber? Was ich über Onlyfans denke? Ja, oder halt und jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich finde persönlich, wenn man sich selber sexualisiert, finde ich es gar nicht schlimm. Wenn man Leute dadurch aber abzieht, dann finde ich es ekelhaft. Also es gibt ja so, es gibt sehr, sehr viele Onlyfans-Mädels, die, oder auch andere Mädels, die tun dann so, oder so Sexsklaven oder sowas, oder keine Ahnung, wie man das nennt, so. Dann, die dann so einfach schreiben, keine Ahnung, schick mir jetzt 50 Euro und dann schicken sie den 50 Euro Bezahlklaven oder so nennt man das. Ich weiß es nicht. So Sugar Daddy. Ja, das finde ich abartig. Das finde ich richtig eklig. Digga, arbeite für dein Scheißgeld. So, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und wenn die so tun, als würden sie mit den Jungs schreiben oder mit den Mädels schreiben und das tun sie nicht, sondern das macht irgendeine Agency für die, feiere ich jetzt auch nicht. So, das ist halt nicht geil. Das ist nicht nett. Bist du nackt bei deinen... Ja, schade, dadurch, dass du keine Nacktbilder hast, bist du raus. wie stehst du dazu, Nummer 2, also so insgesamt? Poste auch Bikini-Bilder auf Instagram und mich interessiert das nicht, wer da über mich spricht oder so. Jeder soll das machen, was er möchte, solange er damit keinen verletzt. Why not? Hast du da noch ein kurzes Bikini-Bild für mich? Später. Später, cool. Ja. Okay, basierend auf diesen Antwort musst du jetzt aber... Ey, das ist fies. Nee, musst du! Ja, okay. Ist so! Ach so, okay. Ich muss ein kurzes Resümee machen. Dankeschön für die Antworten. Kurzes Resümee. Also, wir haben Kandidatin 2, die eigenständig arbeitet, ihr Geld verdient, kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sie hat mein Herz. Nein, okay. Die auch sehr, sehr gut mit der Situation umgegangen ist, was ihren Ex-Freund betrifft, wo sie gesagt hatte, ne, also Kontakt jetzt nicht unbedingt, aber wir sind auch nicht im Streit auseinander, wir sind ja erwachsene Menschen. Finde ich sehr, sehr cool, die Einstellung. Also das zeugt auf jeden Fall von Größe. Und Nummer 1 ist ja auch, ich glaube, eine sehr, sehr fröhliche, happy Natur so an sich. Das ist sehr, sehr cool auch so, auch, ey, ich habe einen Finger verloren, aber ich bin so, ist mir scheißegal mäßig, ich ziehe mein Ding durch, ich arbeite und andere würden sich da voll so reinschwitzen und so voll in diese Mitleidsrolle rein, so, sie gar nicht. Taffe, ja, Powerfrau. Powerfrau, finde ich richtig cool. Geil. Ja, deswegen, also, wir haben 3er. Amazing. Nein, okay. Also, Kandidatin 1, du wirst offen. Oh, okay, Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Fall nicht. Wie ein Ninja. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Hi. Hi, komm her. Hi. Willst du dein, was ist dein Look? Also, ich mache gerade Spider-Gwen von Spider-Man, passend zu dem Spiel, was neu rausgekommen ist. Ah. Und ja, ich dachte mir mal, vielleicht wäre das eine gute Idee. Wird sich revealen? Der Reveal. Placement. Ich wünschte. Grüne Haare. Puh. Oh, boah, schwitzig. Ein bisschen. Sieht gut aus. Geil, sieht eigentlich aus. Ja, eigentlich grün. Hi. Hi. Bleibt genauso cool fröhlich aus in deinem Leben. Immer. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ja, ja, danke. Mitzumachen. Ich liebe deine Fortnite-Streams. Ja. Gucke ich immer. Ja. Ich bin auch schon Level 140.
Aber ich werde trotzdem immer gerippt. Mann, schön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Ciao. Ah, hey, sie sahen mega cool aus. Ja, mega. Mit den grünen Haaren, voll hübsch. Ich weiß auch, was unter dem Ganzen jetzt herrscht, also von daher. Ja. Ich weiß auch, wie deine DMs nachher aussehen werden. Wenn nicht hier die Gewinnerin dich komplett überzeugt, und davon gehen wir aus. Wir haben eine Gewinnerin. Du kannst jetzt hervorkommen. Alter! Hi! Hi, Ladies First. Hallo. Hi. Alter, Hallöchen. Ja, freut mich. Ich habe nicht ganz so ein cooles Outfit. Aber siehst ja richtig hübsch aus. Danke. Ja, was denkst ich bin du? Extra aus Dortmund gekommen. Echt? Ich habe gesehen, du bist Dortmund-Fan. Ich kannte dich vorher tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Aber ich habe mal dein Insta ein bisschen gestalkt, habe gesehen, viel im Stadion. Du auch? Ja, ich war jetzt Freitag noch. Ja. Ah, du warst gegen Bremen da? Ja. Mhm. Alter. Auf der Süd. Auf der Süd sogar? Ja, klar. Wo sonst? Alter. Man muss ja das ganze Feeling mitnehmen. Ja. Redet doch weiter beim ersten Date, was denkst du? Ehrlich. Ja, top. Wir sollten mal zusammen ins Stadion, würde ich sagen. Super gerne. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe das erste Mal wirklich ein Action-Sohn. Ich wollte gerade sagen, vielleicht. Leute, schreibt das mal in die Kommentare. Sollen wir zusammen einen Stadion-Vlog machen? Oh, das wäre cool. Hättest du Bock drauf? Gar kein Ding, bei mir findet man immer die große Liebe, das ist insane, die kommt so, okay, geht in den Sonnenuntergang, okay. Auf ein Date. Yeah, Dummies in Chat.